Nummer 1. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Zukunft nur noch wenige Autos gibt. Der Verkehr in den Städten ist ja auch jetzt schon eine Katastrophe. Nur Stau und schlechte Luft. Deshalb muss es bald Alternativen geben. Ich weiß nicht, ob das Drohnen sein werden, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht mehr so lange dauern wird. Vielleicht ist es schon in 10 Jahren soweit. Nummer 2. Ich habe mal im Fernsehen eine Reportage über diese Chips gesehen. Das gibt es ja schon. Man kann damit Türen öffnen, alle Passwörter sind gespeichert, man kann damit bezahlen und so weiter. Das ist bestimmt praktisch. Ich finde die Vorstellung aber komisch, etwas unter der Haut zu haben. Aber wahrscheinlich ist das in ein paar Jahren total normal. Auch für mich. Nummer 3. Wohnen auf dem Mars? Nein, das passiert höchstens in Science-Fiction-Filmen. Wie soll das denn gehen? Man kann nicht atmen und da wachsen ja auch keine Früchte und kein Gemüse und so weiter. Wie soll überhaupt jemand auf einem anderen Planeten leben? Ich glaube, das bleibt eine Fantasie. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder diese Rechnung? Das gibt es doch nicht. Die muss doch hier sein. Mist. Ich muss einfach öfter aufräumen. Damit fange ich jetzt sofort an. Kennen Sie das? Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, etwas zu ändern? Und wie oft haben wir es dann auch wirklich geändert? Sehr oft bleibt es bei den guten Vorsätzen. Aber warum ist das so? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir gewohnt sind, etwas zu tun oder eben nicht zu tun, dann ist das für uns einfach. Unsere Gewohnheiten zu ändern, ist für uns schwer. Was können wir also tun, damit zum Beispiel auf dem Schreibtisch nicht immer so ein Chaos ist? So, ich räume jetzt sofort den Schreibtisch auf. Dann kann ich auch gleich noch im Regal Ordnung machen und überhaupt. Ich ändere ab jetzt mein Leben. Schluss mit süßen und fettigen Sachen. Und beim Fitnessstudio melde ich mich auch gleich an. Außerdem könnte ich heute noch das Sommerfest mit den Kollegen organisieren. Und ab heute lasse ich abends das Handy aus. So, das ziehe ich jetzt durch. Ob das funktioniert? Vermutlich nicht. Und warum? Das sind einfach viel zu viele Vorsätze auf einmal. Fangen Sie klein an. Nehmen Sie sich nicht vor, Ihr ganzes Leben sofort zu ändern. Machen Sie kleine, aber realistische Pläne, wie zum Beispiel, wichtige Papiere sofort aufzuräumen und nicht achtlos auf den Schreibtisch zu legen. Nehmen Sie sich also Dinge vor, die Sie leicht in Ihren Alltag integrieren können. Nur wenn wir etwas regelmäßig machen, kann es eine Gewohnheit werden und nur dann fühlen wir uns unwohl, wenn wir es nicht machen. Wir müssen uns dann gar nicht überwinden. Ach, ich wollte doch gestern noch den neuen Praktikanten anrufen. Und Herrn Tarkes habe ich auch nicht zurückgerufen. Ach, Mann, das Regal im Büro ist auch noch nicht aufgeräumt, aber im Fitnessstudio bin ich jetzt Mitglied. Ich bin so stolz auf mich. Ich mache ab sofort viel mehr Sport. Mehr Sport. Das klingt gut. Aber was heißt das genau? Diesen Plan kann ich ganz problemlos von einem Tag auf den nächsten schieben. Heute bin ich zu müde. Kein Problem. Ich mache einfach morgen mehr Sport. Morgen hat es auch nicht geklappt. Egal. Am Wochenende mache ich dafür doppelt so viel. Das ist ein zweiter häufiger Fehler. Die guten Vorsätze sind nicht konkret genug. Fassen Sie Ihre Vorsätze in Zahlen. Sagen Sie nicht mehr Sport, sondern zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten Bewegung. Das ist realistisch und Sie können jeden Tag klar erkennen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben.
Eventuell finden Sie ja auch einen Freund, Kollegen oder Nachbarn, der mit Ihnen zusammen Sport macht. Das macht mehr Spaß und man findet nicht so leicht Ausreden. So, jetzt ist das Regal endlich dran. Uah, so viel Staub. Tschu. Wohin tue ich das jetzt? Ach, erst mal hier unten ins Regal. Und was ist das? Das kann ich sicher mal brauchen. Aber was ist das denn? Nee, das brauche ich wirklich überhaupt nicht. Ach, ich weiß gar nicht, wohin ich das alles tun soll. Egal, ich stelle einfach alles wieder zurück ins Regal. Ich vermute, so schnell wird niemand mehr versuchen, dieses Regal aufzuräumen. Das ist ein weiterer häufiger Fehler. Man will alles schnell und sofort und ist ungeduldig. Das Chaos im Regal ist nicht in einer halben Stunde entstanden. Warum sollte man es in einer halben Stunde beseitigen können? Haben Sie also Geduld mit sich und den Dingen und nutzen Sie die Zeit auch, um gleichzeitig etwas Schönes zu tun. Beim Aufräumen kann man zum Beispiel sehr gut Musik hören. Wenn Sie Kopfhörer tragen, ist das auch im Büro kein Problem. So macht das Aufräumen Spaß und es fällt leichter, es öfter zu tun. Also, bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, mit kleinen Schritten kann man Großes bewegen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Eins. Genießen. Zwei. Der Stress. Drei. Groß. Vier. Außer. Fünf. Heißen. Sechs. Lassen. Sieben. Der Spaß. Acht. Passen. Neun. Der Schluss. Zehn. Der Gruß. Hey Diego, wie geht's? Alles gut? Du siehst so gestresst aus. Hi Alex. Ja, das bin ich auch, ehrlich gesagt. Ich komme gerade von der Arbeit und der Bus war wieder so voll und eng. Und natürlich standen wir auch wieder im Stau. Ich finde das echt anstrengend. Aber mit dem Rad ist es einfach zu weit bis zum Büro. Das kenne ich. Ich fahre ja immer mit der U-Bahn zur Arbeit und da ist es echt auch immer so voll. Aber so ist es eben in der Stadt. Hier leben einfach so viele Menschen. Aber trotzdem muss sich da dringend mal was ändern. Ich muss auch unbedingt nochmal mit meiner Chefin sprechen. Vielleicht kann ich 2 oder 3 Tage in der Woche ins Homeoffice gehen. Dann spare ich mir den Weg. Ja, mach das. Oder vielleicht ziehe ich auch einfach um. Irgendwo in einen kleinen Ort. Da bekommt man wenigstens auch noch eine bezahlbare Wohnung. Hier steigen die Preise ja ständig. Ja, das ist echt ein Problem. Der Staat müsste auch einfach mehr bauen. Aber es gibt ja auch kaum noch Platz in der Stadt für neue Häuser und Wohnungen. Ach komm, jetzt haben wir genug geschimpft. Lass uns erstmal einen Kaffee bestellen. Okay, du hast ja recht. Gut gesagt. Vorfreude ausdrücken. Ach, ab morgen habe ich endlich Urlaub. Ich kann es kaum erwarten.
Oh, du hast es gut. Ich zähle schon die Tage bis zum Sommer. Na, die Zeit vergeht bestimmt schnell. Wann ist es denn endlich soweit? Wann beginnt dein Urlaub? Am 13.06. Wenn doch nur schon Juni wäre.